Moin Moin, hier ist der F. Und Katharina. Es ist der 19.07.2022, 6.20 Uhr früh. Und wir sind schon wieder unterwegs zu einem neuen Ziel. Und zwar der vorderen und der hinteren Goinger Halt. Die vordere Goinger Halt ist 2242 Meter hoch, die hintere 2192. Dazwischen gibt es eine kleine Gratwanderung im zweiten Schwierigkeitsgrad. Und unser Startpunkt ist genau da, wo wir gestern aufgehört haben. Nämlich am Ausgang vom Jubiläumssteig. Den haben wir natürlich auch gefilmt. Den Link findet ihr oben bzw. unten in der Videobeschreibung. Es ist 7 Uhr früh. Wir sind auf 1652 Meter am Ausstieg vom Jubiläumssteig. Hier sind wir gestern rausgekommen, nachdem wir auch den Klammelklettersteig gemacht haben. Gestern sind wir allerdings da heruntergegangen Richtung Gaudiamushütte, von der kommen wir gerade. Und heute geht es für uns weiter hier hoch zum Elmauer Tor. Von dort aus geht es dann weiter auf die Goinger Halt. Sieht man auch schon, das ist dieses Teil da. Uns erwarten heute insgesamt 9,5 Kilometer und 1250 Höhenmeter. Und dafür steigen wir jetzt aber erstmal auf 1980 Meter auf ins Elmauer Tor. Wie man sieht, berührt die Sonne schon die obersten Spitzen der Berge. Hier, wo wir laufen, ist glücklicherweise noch Schatten. Und das ist auch ganz gut so, denn heute soll es 30 Grad heiß werden. Gestern, wie wir abgestiegen sind, war es schon brütend heiß. Und darum sind wir heute sehr früh gestartet. Die Seile wirken vielleicht etwas übertrieben. Wenn es ja auch mal ein bisschen glatt ist, ist man, glaube ich, ganz froh. Hier geht es nämlich ganz gut runter. Es ist kurz vor 7:30 und links von uns ist die vordere Karlsspitze. Da soll es auch Klettertouren hochgeben. Machen wir heute allerdings nicht. Für uns geht's in die Richtung weiter, Richtung Elmauer Tor. Wir sind jetzt schon auf 1800 Meter. Es ist 7.45 Uhr. Wir sind jetzt auf gut 1900 Meter. Hier ist eine Mulde, in der sich noch Schnee gehalten hat. Und das merken wir auch, denn das strahlt richtig kalt ab. Ja, es fröstelt uns jetzt ein bisschen, obwohl wir berghoch gehen und wir eigentlich eher so am Schwitzen waren. Mitte Juli. Und wir haben Schnee auf der Westseite. Es ist 8 Uhr früh. Wir sind jetzt auf 1980 Meter. Das bedeutet, wir haben in 2 Stunden 1000 Höhenmeter hingelegt. Das ist ganz gut. Und hier ist jetzt ein Wegweiser. Elmauer Tor. Wir sind angekommen. Und hintere Goinger Halt. Noch 45 Minuten. Das geht hier hinten dann hoch. Wir gehen allerdings zuerst zur vorderen Goinger Halt, also ein bisschen weiter. Und extra für euch gibt es jetzt hier ein Panorama.
Okay, jetzt geht's los. Aufstieg zur Goinger Halt. Hier ist jetzt auch noch weiter markiert. Sogar mit Pfeil. Gut, der ist eindeutig. Wenn ihr euch jemals gefragt habt, was das Wort plattig bedeutet, hier. Alles prima markiert. So, jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher. Jetzt sieht man schon, jetzt geht es da erstmal links rüber. Kette voraus. So, jetzt geht die F an der Kette. Ich bin zu dick. Die F steckt fest. Ja, ja, macht euch nur lustig. Aussteigen verboten, du musst mitten durch. Ich hab gesehen, dass du auch so bist. Ja, erst wie ich drin war. Ach so. Ja, ich hatte ja nur eine Hand frei. Tja. Cheater. Bin ich schmaler um die Hüfte. Jetzt windet sich der Weg erstmal im Zickzack hoch. Dauert noch ein bisschen. Nächste Kehre. Es ist noch Leistung da. Yes! Ja, ihr seid gerade live dabei. Ich habe nicht vorgespult. Oh Gott. Einmal frei. Es ist 8.50 Uhr. Wir sind jetzt auf 2130 Meter Höhe und genau da, wo Katharina steht, teilt sich der Weg. Einmal geht er nach rechts zur vorderen Goinger Halt, da gehen wir zuerst hin. Das ist die höhere, deswegen machen wir die zuerst. Und in die andere Richtung, hier, geht es zur hinteren Goinger Halt. Das machen wir nachher. Und wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt, für uns ist jetzt gerade eben die Sonne aufgegangen. Bis hierher waren wir im Schatten. Das heißt, unser Kalkül, kühl zu bleiben, ist voll aufgegangen. Und jetzt cremen wir uns erstmal ordentlich ein, bevor wir uns einen Sonnenbrand holen. Und dann geht's weiter. Auf zum ersten Gipfel. Das, was man da sieht übrigens, ist er noch nicht. Da müssen wir ein bisschen außen rum. Erst hinten dran. Ist die Vater Goinger Halt. Hui, da geht's ganz schön tief ins Loch rein.
Ah. Katharina kommt gerade nach. Ah ja. Es geht in der Rinne links von mir nach oben. Und da steige ich hier am besten ab, bevor es zu schwierig wird. Ja, da muss ich reinwenden. Ja, den habe ich doch glatt übersehen. Ja, eigentlich ist es klar. Hier ist ein Kasten. Ein Briefkasten ist aber leer. Oh, wir können rüberschauen zur hinteren Goinge halt. Von hier aus. Und hier geht's super steil nach unten, würde ich sagen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier weiterkommen. Ja, ganz da hinten sehe ich einen Steinmann. Aber wie kommen wir an den hin? Das ist von hier gar nicht so einfach. Jetzt gehe ich erstmal wieder ein bisschen nach unten. Das sieht besser aus, ja. Okay, hier geht's ziemlich steil runter, ist aber machbar. Und dann da wieder hoch. Klammer hier. Kann man sich aber festhalten, das ist gut. Sogar ein Bohrhaken, wenn er auch schon etwas älter ist. Aber hier muss man schon vorsichtig sein. Dann noch das Gebrösel da drauf. Erstmal runter, bis ich safe bin. Das geht hier nämlich unfein nach unten. Ja, okay, safe. Ich habe dann Spreitschritt, genau. Weißt du, was ich meine? Das Gebrösel da, das ist so nicht so vertrauenserweckend an der Stelle. So, entweder direkt drüber oder da scheint es außen rum zu gehen. Ja. Schade. Ich wäre auch oben drüber. Ah, okay. Das ist doch ein bisschen leichter. Also mehr als ein kurzer Zweier soll es nicht werden, ja? Dadurch? Also hier ist es tatsächlich gar nicht so einfach. Also ich gehe hier die Rinne wieder nach oben, das sieht mir am besten aus. Ja, ich gehe nach oben hier. So. Aber nicht zu weit nach oben gehen. Ich habe einen Steinmann hier. Wenn man nämlich zu weit geht. Ja, sieht wieder lustig aus. Okay, nee, passt ganz gut.
Jo, Steinmann, passt. Und der andere auch direkt vor mir. Super. Jetzt warte ich erstmal auf Katharina. Ach, da ist der Steinmann. Ja. Die nächsten Steinmänner sind zwar da drüben, da oben sieht es aber so furchtbar interessant aus. Ich bin neugierig. Ich schaue mal kurz hoch. Notfalls kann ich immer noch rüberqueren. Ich guck mal nach hinten. Ja, genau. Wir teilen uns auf. Irgendwas ist da. Okay. Hier ist auch nochmal ein Steinmann, also es geht wohl auch hier lang. Und noch einer. Ich gehe mal hier weiter, hier ist eine kleine Rinne. Bin hier oben. Ja, ist egal, welchen Weg man nimmt. Auf jeden Fall sieht man jetzt auch schon unser Ziel, die vordere Goinger Halt. Da haben wir noch ein paar Höhenmeter. Ja, ich habe jetzt ein paar umsonst gemacht, weil ich wieder ein paar Meter runter muss. Aber ich war halt neugierig. Kann man nichts machen. Katharina kommt vom linken Weg, ich vom rechten. Hier kommen sie wieder zusammen. Also auch ein ganz fetter Steinmann. Kleines bisschen nach unten. Und so wie es ausschaut, müssen wir in das kleine Schärtchen, jetzt genau in der Bildmitte. Okay. Sehr schön. Haben wir doch wieder einen guten Riecher gehabt. Und jetzt diesen Pfad weiter nach oben. Macht auf jeden Fall scheiße Spaß im Moment. Nicht zu schwer. Und schön einsam. Und jetzt seht ihr auch gleich den Grund, warum man da drüber klettern musste. Hier ist nämlich eine richtig tiefe Schlucht. Keine Chance da außenrum. Krass. Okay, weiter. Jetzt geht's genau in dieses kleine Schärtchen. Wo, nach links hinaus? Ja. Hier ist das kleine Schärtchen, das man gesehen hat von der anderen Seite. Oh, da ist ein Steinmann da drüben, guck mal. Müssen wir jetzt auf die andere Seite rüber wechseln? Hier ist auf jeden Fall ein fetter. Ui. Hier runter abklettern? Nee. Doch. Da abklettern. Würde gehen und dann da hoch. Ich würde sagen, da die Rinne vor uns, die geht wieder runter. Da hoch, runter und dann? Und dann wird rüber geklärt. Ja, komplett runter marschieren, ne? Ja.
oder hier absteigen. Wir gehen nicht runter. Nein. Das sieht unschön aus. Geh nochmal dem anderen der Steinmann ja. runter. Okay, wir gehen erstmal den anderen Steinmann nach. Sieht doch sehr gefährlich hier aus. Ja, hier ist auch noch mal einer. Ich glaube, da tun wir besser dran. Also es war gut so auf der linken Seite zu bleiben. Hier haben wir jetzt schon mehrere weitere Steinmeter entdeckt. Hier zum Beispiel das andere war zu schwer. Ja. Und hier löst sich es auch auf. Wir müssen gar nicht ganz hoch und dann den steilen Abbruch runter und vorhin nochmal Steinmann. Also deutlich ungefährlicher hier. Was nicht heißt, dass es ohne ist. Scheiße bauen ist hier auch nicht drin. Steinmann. So. Ja, ich denke, wir werden da bis ganz runter gehen müssen, wo diese Rinne war, wo man gesehen hat, von der anderen Seite. Deswegen war da auch der direkte Abstieg. Ja, hier hoch, direkt, sieht auch cool aus. Machbar wäre das. Auf jeden Fall müssen wir jetzt ein bisschen da in der Rinne absteigen. Also das hier hoch, das geht garantiert auch. Wir wissen halt nicht, wo es rauskommt. Also erstmal hier runter. Du machst gerade eine sehr elegante Figur. Ich glaube, ich auch gerade. Lustig. Steinmann, ja? Also eine interessante Abkletterpartie hier. Oh ja, eindeutig, Herr Steinmann. Da oben haben wir vorhin gestanden, das wäre auch nach unten gegangen. Nach oben könnte es ganz gut gehen. Okay. Ja. Ja, da ist der Klemmblock. An dem komme ich jetzt vorbei. Ja, ja. Aber es sind nicht ohne. Puh.
Es ist hier durchaus griffarm. So, jetzt habe ich wieder was. Steinmann, direkt vor mir. Alter Verwalter und noch einer. Das passt, die Rinne war tatsächlich die Lösung. Es fühlt sich seltsam an, über diesen Block drüber zu gehen. Weil man halt nicht weiß, ob er hält. Tut er aber. So, jetzt kommt die Stelle, wo ich gesagt habe, da ist mit Griffen mal kurz nicht so doll. Ja, da wollte ich mich nicht unbedingt festhalten. Jetzt bist du oben. Gut. Und ja, wie gesagt, hier Steinmann. Okay, dann mal weiter. Viel enger darf es auch nicht sein für mich. Fetter Steinmann. Das sieht jetzt aber noch deutlich besser aus. Igitt. Ja, wenn du unten bleibst, passiert dir das nicht. Ich bin zu hoch gestiegen. Steinmann, ja. So, wo ist der nächste? Da drüben. Da kletter ich jetzt aber hoch. Jo, Steinmann. Da hinten, da rechts raus. Also über die Rinne da jetzt queren. Also bei mir ist ziemlich blöder Schotter. Ich hätte unten bleiben müssen. Du bist zu hoch. Ja, ich gehe auch wieder runter. Also der eine Steinmann war deutlich zu hoch, der war da oben. Hier unten ist es deutlich einfacher. Und deswegen gehen wir da jetzt auch lang. Es ist gar nicht so einfach, die Orientierung hier zu behalten. Durch dieses dauernde Auf und Ab. Genau, das ist jetzt die Rinne, die wäre oben doch deutlich schwieriger gewesen. Jo, bin gleich da. Ja, sieht man. Da weiter queren. An dieser Stelle gehe ich jetzt mal nicht geradeaus. Da oben ist ein fetter Steinmann. Der sieht sehr einladend aus. Ja, jetzt sind wir bald da.
Puh. Oh. Kurze Verschnaufpause. An der hinteren Goinger Halt ist ziemlich viel Betrieb. Ich denke, da haben wir es besser getroffen. Hier sind wir noch niemandem begegnet. Okay, nachher müssen wir noch hin. Also hier müssen wir uns jetzt wieder auf unsere Nase verlassen. Ist nichts mehr markiert. Wahrscheinlich gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Diese Rinne schaut schon mal ganz gut aus. Dann ein bisschen rechts queren und dann nach oben. Das probieren wir. Ein bisschen brüchig ist das Teil allerdings. Jetzt nach rechts rüber. Alles noch gut machbar. Hier ist noch eine Trittklammer. Einfach rauf. Jetzt ist eh wurscht. Ich hab's. Gipfelbuch. Yes. Die letzten paar Meter für Katharina. Einfach gerade hoch und check. Yes! 2242 Meter. Es ist exakt 10 Uhr früh. Yep. Ja, und hier haben sie auch zu viel Zeit gehabt. Jetzt gibt es erstmal ein Panorama für euch. Bis ins Flachland rein. Und auf der anderen Seite das Riesengerät von Großvenediger. Und man sieht sogar den Großglockner. Alter Verwalter. Es ist 10.25 Uhr. Wir haben ein bisschen Pause gemacht und sind jetzt wieder bereit für den Rückmarsch. Und weil der nicht so ganz ohne ist, allein schon die letzte Rinne, nach oben war die kein Problem. Nach unten ist das schon deutlich schwieriger. Und auch die andere Rinne, wo wir ein bisschen suchen mussten, wo wir dann über den Klemmblock geklettert sind, das erfordert höchste Aufmerksamkeit. Und deswegen lege ich die Kamera beiseite und schalte erst da wieder ein, wo sich der Weg geteilt hat. Also dann, bis gleich und drückt uns die Daumen. Okay, ein Video gibt's doch. Schönes, verwackeltes. Und hier habe ich eine ganz gute Position zum Filmen. Ich stehe hier gerade über dem Spalt. Ja, gute Idee. Also hinsetzen war für mich die einzige. Es ist einfach grün. Die Stille. Wir sind jetzt gerade die Rinne abgeklettert mit dem Klemmblock. Katharina ist den normalen Weg nach oben gegangen, wo wir vorhin auf dem Popo nach unten sind. Und ich werde jetzt versuchen, in dieser Rinne hier
nach oben zu kommen. Das ist da, wo der Steinmann oben zu sehen war. Das Schwierigste, finde ich sowieso, ist hier in dieser Rinne nach unten zu kommen, weil das so scheiß rutschig ist. Und da will ich jetzt nach oben. So, bisher war es ganz okay. Da noch weiter, rechts neben den Felszacken. Und da komme ich. Und weiter geht's. Bisher alles super. Jetzt könnte es noch mal schwer werden. Nun kommt der DF-Bonus der Tour. Ah, hier ist deutlich steiler. Das war's schon. Ja, cool. Hey, das sieht von oben so schwer aus. Lässt sich top klettern. Also wenn ich es jetzt mal schätzen müsste, ich denke, das war höchstens Schwierigkeitsgrad UIAA 2+. Mehr war das nicht. Runter weiß ich nicht, ob es so einfach ist. Aber nach oben ergibt sich die Route wunderbar. Und Katharina kommt jetzt gleich von da oben. Hier sind die Steinmänner von vorhin. Ich bin also wieder auf Kurs. Es ist 11.25 Uhr und wir sind wieder zurück. Da, wo sich der Weg geteilt hat. Und jetzt geht es noch zur hinteren Goinger Halt. Und das heißt, wir haben nur eine Stunde gebraucht. Eine Stunde hin und wieder eine Stunde zurück. Ganz okay. Ja, ist halt keine Racingstrecke. Ja. Jetzt geht es weiter dahin, wo die meisten Leute gehen, nämlich zur hinteren Goinger Halt. Und jetzt sind wir wieder auf offiziell markierten Wegen. Noch ein Katzensprung, keine 50 Höhenmeter mehr. Ja, wie Treppenstufen hier, das letzte Stück. Und wir sind auf 2192 Meter auf dem Gipfel der hinteren Goinger Halt. Check. Check. Das ging jetzt fix. Und hier haben wir auch einen sehr interessanten Blick rüber zur vorderen Goinger Halt. Da waren wir gerade eben noch.
Ganz untypisch für uns werden wir diesmal am höchsten Punkt der Tour, beziehungsweise am zweithöchsten, das Video beenden. Warum? Weil der Rückweg exakt der gleiche ist wie der Weg hierher. Kommt also nichts mehr Neues. Aus diesem Grund machen wir jetzt erstmal Resümee. Heute bist du zuerst dran. Heute bin ich zuerst dran. Also die hintere Groinge halt, wo wir jetzt sind, das ist natürlich geschenkt, das ist easy. Die vordere Groinge halt ist teilweise ein bisschen rutschig und bröselig, sehr unübersichtlich, weil man auch nicht ganz oben auf dem Grat bleibt, sondern immer ein bisschen hoch, ein bisschen runter steigen muss. Also das macht es wirklich schwierig. Die Kletterei als solche ist nicht so dramatisch. Eine super gelungene Tour. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch die Aussicht dann vom Gipfel, die war genial. Was meinst du? Schließe ich mich voll und ganz an. Und wenn ihr den Aufstieg so macht wie wir, macht ihn frühest, dann seid ihr noch im Schatten. Siehe Kalkül. So, ich habe Hunger. Auch zur Gaudeamus-Hütte. In diesem Sinne. Bis gleich, das zeigen wir euch noch. Der einzige Grund für die Tour heute. Er wollte sich dieses winzige Teil verdienen. Ja. Nam, 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 nam. Lecker. Kommt denn jetzt? Möchtest du auch was haben? Ja. Ist aber nicht rum. Tja, und ihr habt wieder nichts bekommen. Mist. Ein gelungener Tourausklang. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. Das ist nun grobschottriges Gehen. Sehr grob. Erste Schlüsselstelle des Tages, noch nicht mal 8 Uhr. Halt dich bitte fest. Drama Queen. Pack die Steigeisen aus. Ja. Katharina, du siehst heute so anders aus. Gerade eben ist uns nämlich eine Nicht. Aua. Das Viech hat dich in die Nase gestochen.